Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Team Sonic Racing. Wir machen so, wo wir letztens aufgehört haben. Beim Drift Racing. I think not. Und ja, ich kann mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Meine letzte Aufnahme war auch schon wieder fast eine Woche oder so her. Ich nehme echt viel zu wenig Haft auf. Aber diesmal habe ich auch nicht so viel privat in der Zeit geschützt. Ich bin auch gerade dabei, ein neues Format zu planen. Dass ich Low Elo Spieler analysiert High Elo Spieler nenne. Und ich werde mir noch einen kurzen Namen einfallen lassen. Wo ich dann halt wirklich einfach nur ein Gameplay von einem High Elo Spieler nehme und den einfach nur analysiere. Mit dem Grüßen und LOL. Fuck it. Na, okay, kann ich eigentlich neu starten? Ich brauche ja einen Schlüssel. Irgendwie immer beim Fleischen. Das ist irgendwie ein bisschen erstaunlich, dass ich immer bei den Fleischen verkacke und einfach nie dazulerne. Okay, den habe ich nicht bekommen. Den habe ich auch nicht bekommen. Was verkackt schon wieder. Lief eigentlich relativ gut. Hätte ich die beiden bekommen. Würde es sogar noch besser gelaufen hätten sein können. Und ja, ich hoffe, dass das Format halt ein bisschen gut ankommen wird. Ich meine, es wird höchstwahrscheinlich sehr langweilig sein, also ich werde höchstwahrscheinlich nicht viele Witze reinbringen können. Okay, ich mache generell wenig Witze. Aber ich werde halt versuchen. Und ich werde es auf Englisch machen. Also es wahrscheinlich auf Englisch machen. Damit falls das eventuell, beziehungsweise die Hailu-Spieler, ich werde halt mit der ersten Folge anfangen mit Forest, weil es halt ein Kindred-Spieler ist und ich bald Kindred Main bin. Deshalb habe ich direkt instinktiv halt Forest gesagt, genau. Oh. Das halt, wenn er halt passiert hat. Ordentlich. Halt auch mitbekommen, was ich zu sagen werde. Und ich weiß nicht, ob ich auch auf meinem Hauptkanal, also auf dem Kanal, wo ihr gerade Let's Play hier seht, hochladen werde. Ich hab. Oh mein Gott, ich hab gestreift. Ich glaube, ich mache das jetzt mal nicht. Ich glaube, ich mache die Challenge später. Das ist gerade bestimmt zu viel Zeit. Ich bin dafür einfach zu noobig. Auf normal oder in Zitronen? Ich glaube, ich muss. Nu geht's. What are we waiting for? Ihr könnt. Und ich werde einfach. In dem Format werde ich halt einfach nur. Halt irgendwelche Halo-Spiele analysieren und dadurch halt. Für mich halt selber ist es halt gut, weil ich dann besser in League of Legends werde automatisch, weil ich habe gestern schon eine Probeaufnahme gemacht, also nicht wirklich aufgenommen, sondern einfach nur überlegt, okay, was könnte ich für den Gameplay sagen? Wie könnte ich es ungefähr machen? Und allein aus dieser einen einzelnen Analyse habe ich heute ein richtig gutes Candid-Spiel hingelegt. Und bin schon bei einer Probeaufnahme, dort wo ich halt noch nicht alles gebe, also ich gebe generell nicht alles, dort wo ich halt noch mal extra schlechter bin, halt schon so viel rausholen kann. Denn was wird halt passieren, wenn Dings passiert, wenn ich eine richtige Aufnahme mache, wo ich mich halt 100% konzentriere? Oder so, das sind halt zwei unterschiedliche Sachen. Wir haben den Boost bekommen. Look at me, I'm a bird.
Und ich hoffe auch noch, dadurch, dass das Video ein englisches Fan sein wird, dass dann halt auch eine größere Aufrufer vielleicht bekommt, weil allein mein Power by the Weapon Video hat halt bis heute konstant Aufrufe. Generiert es halt und auch Kommentare. Und dieses Video ist halt auch schon 3 Jahre alt oder so. Und für so ein altes Video ist halt ziemlich nice. Das ist halt immer noch mein beliebtes Video sein wird und wird wahrscheinlich für eine Weile auch bleiben wird, solange ich einen größeren Hit wieder hinlege. Das frage ich bei den Mädchen, mit denen ich Sex haben werde, auch immer. Ich denke nur Kappa. Ja, merke ich ja, wie du am Fliegen bist. Fliegen wie am Fischl. Ah, ich bin eh ein Ghost. Ghostbusters! Natürlich, woher hast du die Scheiße? Warum hat Tails eine Feuerscheiße? Ich hab dich auch nicht geschlagen, ich hab dich verbrannt. Das erinnert mich gerade an die ein Yugi Approach Series Folge. You wouldn't hit the girl, would you? No, but I burned the living crap out of them. Keine Karten, so gut. Ja, und höchstwahrscheinlich wird sich auch die tolle 3 gegen 3 Team Folge halt auch ein bisschen verzögern. War das schon immer so? Höchstwahrscheinlich schon, ja. Ich hab's nicht bemerkt. Warte mal, mein Team ist aber schon Ultimate. Ja, ja, du hast noch nicht mal Ultimate benutzt. Du weißt, weil du nicht mal einen hattest. Oder nass. Come on, Shiushi. Ich bin halt jetzt der Einzige, der komplett nicht getroffen wurde. Das hat mir einen ziemlich guten Vorsprung gegeben. Und Tate ist wieder jetzt da. Nur also einmal Ultimate ist wieder jetzt. Warte mal, dieses Musikinstrument macht doch irgendetwas anderes als die Sichtverschwörung? Oder halt absolut eigentlich. Also ist halt gerade meine Show, muss ich wahrscheinlich gerade gespeichert. Ich kam gerade nicht so gut da. Auf die Dings, auf die Steuerung. Als Musik an war. Crazy! Ich weiß noch nicht mal, ob es dort instant zu machen. Aber ist wahrscheinlich schon. Deshalb wird man es gerne. Alter, ist die Hupe leise. Das wäre übel laut, aber nee. Hat man die Hupe einfach leise gestellt. Double Tails, das heißt, du sollst sie lieber behalten. Aber jetzt wird von nichts mehr. Retarded. Hier ist von nichts hinter mir. Holy shit, da war ein Laser. Danke, Teammates. Danke. Danke. Alter. Zum Glück ist das ein Kompi, Alter. Hier kleinen Kackbracken. Alter, hier scheiß Mad Mowglis. So in der Kack. Holy fuck. Aber das ist genau das größte Problem an Team Sonic Racing. Was so ein ganzes Spiel gibt. Man rennt halt, erster, man ist halt
die ganze Strecke lang Erster und man hofft einfach nur, dass Teammates auch Erster bleiben. Also, dass Teammates nicht Letzter sind. Ist halt das größte Problem in diesem Spiel. Und. Ich meine, es fühlt sich schon fair an, wenn man nicht unbedingt Erster sein muss, um zu gewinnen. Aber es fühlt sich auch gleichzeitig scheiße an, wenn man der Beste im Rennen ist und dafür einfach bestraft wird, weil die Teammates kacke sind. Ist halt schwierig zu balancen, so etwas. Bei einem Spiel, wo es halt grundsätzlich um Teams geht. Aber ich denke, hätten wir es noch geschafft, ein Ultimate auf so lange dann. Dann wäre das, glaube ich, nicht so kostet. Ghostbusters. Yes, it's not. Wie hat sich da auch gescheatet? Habt ihr das gesehen? Was war denn das denn? Alter, halt mal Shadow in Sicht. Gibt's noch irgendwas, was ich sagen kann? Nee, bin ich so weit. Nee, jetzt sollte ich mich von Schwachsinn. Vielleicht kommt hier wieder ein Blitz. Die gehen am Ultimate oder was? Ja, komm. Gehen wir raus mal wieder, natürlich. Im Cheater. Das hätte das seht ihr noch als Slingshot, aber das hat vorhin nicht. Nicht drauf. Und der, warum hat Shadow jetzt nicht Dings fokussiert? Hier eng. Coming for a boost, buddy. Scheint, als hätten wir den Rennen Kasten. Ich meine, alle Gegner sind zu weit hinten. Also, ne, die Gegner haben gerade wieder einen Boost oder so erhalten. Und hier andauernd erhalten, diese Cheater. Ich werde hier jetzt Ultimate ansetzen. Ding. Nee. Here I come. We're having the rest of them. Best of them. Tough of them. Love of you. Coming knuckles. I'm not something. I don't shock. I rather flex my knuckles. Warte mal, was? Ich würde Master sagen, nicht Knuckles. Wobei Knuckles geht eigentlich auch. Dim, 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 dim. Ja, komm mal, easy. Dieses Rennen war jetzt komplett anders. Diesmal haben meine Teammates nicht reingezackt. Das ist halt ein großer Unterschied. Ich meine, ich habe jetzt nichts anderes gemacht. Ich bin halt wieder Erster geworden. Bin wieder größter Teil des Rennens Erster geworden. Und habe nichts anderes gemacht als davor. So, ist halt einfach nur Glück, ob Teammates behindert sind oder nicht. Oder ob man Glück mit den Teammates hat. Ist halt so wie in League of Legends. Drei. Verkackt. Drei. Drei. Verkackt.
Ich find's gut, dass wir uns die ganze Zeit gegenseitig Boost gegeben haben. Aber wir halt immer noch nicht nahe genug an den Gegner reingekommen. Wenn was von den Gegner gemacht hat, die so einen harten Vorsprung gehalten. Kann der jetzt mal aufhören, die ganze Zeit auf Sonic zu schießen? Die sind Teammates, nicht Feinde. Oh, okay. Gesniped. Und wie die halt alle geklumpt stehen. Jetzt ein Ultimate zu haben, wäre geil. Oder eine Bombe. Oder das Stachelding. Aber leider habe ich nichts davon gehabt. Ja, jetzt kannst du noch behinderter fahren. Du betrunkene Scheiße. Kannst du mit 8 Jahren schon so hart betrunken sein? Gut gemacht, Sonic. Du hast wahrscheinlich diesen Crimson Eagle geschossen. War jetzt nicht lustig, ja. Oh mein Gott. You have offered an item box. Ich finde diese Map ist ziemlich schwierig, einen geeigneten Ult zu benutzen. Jetzt wurde die Namen Ult benutzt. Aber eigentlich geht's um ne, Team Sonic Race noch darum, welches Team halt als letztes Ult benutzt. Traurig aber war. Das Team, was als letztes Ult benutzt hat, ist wahrscheinlich gewonnen. So habe ich zumindest das Gefühl. Und man kriegt halt maximal einen Ult zurecht, also maximal zwei, wenn man Glück hat. Wenn halt alle Teammates zusammenspielen. Aber das ist auch nur sehr selten. Knuckles is here, willing to help. Ich meine, guck mal. Du hast schon einen großen Vorsprung gefasst hätten. Den Team brauchst du nicht erneut cheaten. Eins, zwei und fünf. Team auch cheatet. Hier kann ich nichts anderes dazu sagen. Ich meine, wie kann es sein, dass die halt andauernd irgendwelche random Boosts bekommen? Ich glaube, die müssen jetzt zumindest ein zweiter Platz sein insgesamt in diesem Rennen. Damit wir dieses Grand Prix gewinnen. Ist diese Map. Hier hätte ich gern, ganz gern Tails gespielt. Oder zumindest einen anderen Technikcharakter. Ich hätte auch gerne Deutsch gelernt, aber naja. Die Schule kann mir leider nicht helfen. Get out my way. Bitch! Ich hab dich nicht getroffen, ich hab dich abgeschossen mit einer Rakete. Das ist nicht. Wenn die einzigsten Mädchen, die ich geschlagen hätte, waren nur wahrscheinlich diese Krabben. Ja, nee, bist du irgendwie nicht, du bist immer noch so. Who needs a little something? Ich meine, who needs a little something? Oh, hi Tails. Da hat Timo auch so eine Folge schon wieder überholen. Alter. Anyone, can I be of assistance?
Die Maus hat schon Ult, Nani. Nee, ist Team Shadow. Ach, jetzt kommt die Maus. Nice bait, by the way. Ich vergesse nur, dass ich in den reinfahren darf. Nein, du Wichser. Good job! Whoever sniped him? Good job! Nein, noch nicht, noch nicht. Noch nicht, noch nicht. Geh weg, du Fotze. Dynamite hat zwar gar nicht gepasst und war auch gar nicht gut. Ich meine, die Gegner werden das auf den Stoß benutzen. Nee, schade. Schade, ich dachte, ich kann halt einfach durchfahren. Ich bin ja so auch durch die Kampf an. Ich wäre eigentlich ziemlich sick gewesen und würde das gehen. Die holt mir noch voll. Das ist wahrscheinlich nicht. Die Gina holt mir. Könnt wiederholen. Könnt wiederholen. Natürlich ist Team Ghost die Ultimate hat. Dick. Dumm. Fix. Pisser. Pisser. Wie kann man Wichser pissen? Wir haben Ultimate wieder. Holy shit. Diese klingen nichts besser. Ups. Ja, ich frag mich aber warum. Jawohl. Erstes zweiter Angriffer. Weil Ultimate einfach okay ist. Das war Glück, dass wir Ultimate noch irgendwie zusammenbekommen haben. Weil sonst hätten wir es wahrscheinlich so hart ein erstes zweiter Angriffer sein können. Mit 5 Sekunden Vorsprung. Fast 6. Nice, wir haben gewonnen. Ist gut, ist gut. Survive avoid being eliminated. Perform a team ultimate at least 2 times. Oh Gott. Ich spiele. Place. Boom, boom. Ich wäre es besser gewesen, hätte ich es nicht finden. Die Wagen macht die Stimme. Wäre, glaube ich, wirklich besser gewesen, wenn die Stimme tiefer, dann hätte es besser geklungen. Aber naja, man kann nicht alles besser machen. Okay, Team. Don't feed. Oh, I feed you my dick. If you know what I mean. Was hast du noch Musik? Ein bisschen wie Dings. Live and learn. Aber ist es nicht. Victor, please don't be last of us.
Does anybody need help? Does anybody need help? Does anybody need... Wer bist du und warum bist du vor mir? What the fuck? Was hast du mit Bukake Party? Silver, Silver, please, don't do that to me. Danke. Silver, don't do that to me. Danke, Victor. Silver, don't. Silver, please. I give you Döner. Silver. Oh, danke, Silver. You get your Döner. I promise. Psych! Missgeburt. I'm available to assist. Haha, da bin ich etwas abgebremst. Yeah, me too. Silver, don't, silver. Danke. Silver. Victor. Danke. Immer im Ultimate benutze ich die Mist. Gut. Hier hab ich gemisst. Hier hab ich gemisst. Zweiter und dritter, weil wir es zuletzt so benutzt haben. Mal wieder. Und wir haben die Mission erfüllt. Warum ist der Place gerade stehen geblieben? Uff, ausgeschieden. Alle sind einfach ausgeschieden. Aber ich nicht. Denn ich bin gut. I am a question. Key earned. Team unlocked. Team Edgelord. Okay. In der nächsten Folge geht's dann weiter. Wir haben in dieser Folge echt nicht viel geschafft, außer in Grumpy und in dieses Survival Game. Aber es ist in Ordnung, weil es sind ja 4 Rennen gewesen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.